Du hier. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Du bist nicht ohne Grund hier, oder? Wirklich? ¿Está mejorando su español? No quiero irme a puto Colombia. Vorstellung von ihrem Inneren. Hochkomplex ist das alles. Tiefe Emotionen, die wiederum in ihrem Spektrum sehr viele verschiedene Handlungen und Reaktionen hervorrufen. Sehen Sie, der Zorn kann zum Beispiel Wut, Neid oder Abscheu auslösen. Diese wiederum können Hass, Frustration oder Eifersucht hervorrufen. Dieses Modell, genannt das Rad der Emotionen, wird gerne verwendet, um multidimensionale Zusammenhänge einfach darzustellen. Lassen Sie das gerne mal sacken. Emotionen auf den tiefsten Ebenen, zum Beispiel der erwähnte Zorn, aber auch Liebe, Ekel oder Traurigkeit. Um das Modell besser zu durchdringen, bietet sich für Sie die Anwendung auf eigens erlebte Situationen an. Ein Mensch kann schätzungsweise um die 34.000 Emotionen wahrnehmen. Ganz schön viel, oder? Stehen Sie also vor einer Entscheidung, so kämpfen diese Emotionen, ganz vereinfacht gesagt, gegeneinander und die Stärkste setzt sich durch. Wie Sie sich sicherlich denken können, hilft uns dieses Modell, unser Handeln tiefer zu verstehen und zu ergründen. Wie ich immer selber predige, Selbstreflexion und Perspektivwechsel sind der Schlüssel zum wahren Ich. In der nächsten Vorlesung But I just wish women would say what they mean, you know? Plainly, clearly state what they want, instead of expecting you to be psychic. Meg bought me this t-shirt at the Warner Brothers store and it's got a picture of Superman on it and he's wearing this perplexed expression and he's saying, you want me to leap tall buildings and be sensitive and supportive?